erkläre ich euch, wie man dem Hund am besten Rolldicht beibringt. Ich habe bei Sancho so angefangen, indem ich gute Leckerchen, also für den Hund gut riechende Leckerchen genommen habe und habe ihn vor mir Platz machen lassen. Sancho, Platz. Habe ich vor mir Platz machen lassen. Dann habe ich seinen Kopf mit dem Leckerchen in der Hand langsam hier hintergeführt und habe ihn gelobt, wenn er in die Seitenlage gegangen ist. Dann habe ich das Leckerchen über seinen Kopf rübergeführt. So, habe es hier rüber, genau, geführt und habe ihm das Leckerchen auch erst gegeben, wenn er sich rübergerollt hat. Dann habe ich ihm das Leckerchen nur noch gegeben. Platz. Dann habe ich ihm das Leckerchen nur noch gegeben, wenn er wirklich eine ganze Runde gerollt hat. Dann hat er erst das Leckerchen bekommen und dann habe ich langsam das Wort und die Zeichen, das Überschwängliche, abgebaut. Aber muss dem Hund da Zeit lassen, weil das habe ich gemerkt, es hat bei ihm sehr lange gedauert. Wir haben da ungefähr einen Monat lang hingeübt und aber dafür klappt es jetzt umso besser. Und mittlerweile kann ich das dann nur noch mit Zeichen machen, aber also mit Wort klappt es noch nicht so gut. Aber auf bloßes Zeichen geht schon ganz gut. Sancho, Sascha, Platz. Voll. Zum Beispiel, ich will, dass er aufsteht nach dem Rolldicht. Man kann aber auch trainieren mit dem Hund, dass er nach dem Rolldicht liegen bleibt. Da darf man dem Hund dann das Leckerchen nur im Liegen geben. Ich gebe ihm das Leckerchen, wenn er aufgestanden ist. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Und mit dem Klicker wollte ich die Übung jetzt nicht so gern üben, weil sobald ich geklickt habe, ist er immer aufgestanden. Das ist halt dann blöd. Und mittlerweile klappt es aber auch schon nicht gut und voll dich. Ja, da geht's nicht gut. Voll dich. Nein! Wieder zurück. Voll dich. Was er auch ganz gut kann, ist, dass er sich hin und zurück rollt. Okay, danke. Ciao, wenn es noch Fragen gibt. Fragen.